Also meine Frau hat gesagt, ich soll für Weihnachten ein Gansel besorgen und da bin ich aufs Land gefahren, weil man gedacht hat, die besten Gänse kriegt man ja nur in einer Bezirkshauptstadt in Niederösterreich und die ist St. Pölten. Ja. Selbstverständlich. Wo kommen Sie? Aus Weitra. Ich weiß es nicht, sie ist ja klar, sie ist ganz oben daheim. Nein, natürlich, in Gänseandorf, das ist ja logisch. Also, man kriegt man auch plural mehrere Gänse, Gänseandorf, sonst heißt es ja Gansdorf, wenn es noch eine gibt. Also, ich bin dort hingefahren und wie ich da so mal Kurven vor, sehe ich gerade, wie so ein Gänse ganz über die Straßen rennt. Ich hab's in die Eisen, ich hab's nicht mehr gebremst, ich bin über die ganz drüber gerutscht. Ich bin sofort rausgesprungen, hab Mund zu Schnabel beatmet gemacht, das war nicht klar. Aber es war sinnlos, es war nichts mehr. Jetzt habe ich die Gans in die Hand genommen, bin darauf gekommen, dass es eine männliche Gans ist, also ein Ganter. Und ja, der das hat dazu so. Gunter geheißen. Das heißt so. Das und dann habe ich schon gesehen von der Weide, da ist der Bauernhof und da stand auch schon der Herr Bauer dort und ich habe gewunken. Ich sage, hallo, Herr Bauer, Herr Bauer. Und der hat zurückgewunken, Herr Todl, Herr Todl. Oder man. Und ich bin hingegangen und gesagt, entschuldigen, es tut mir leid, ich habe die Gans überfahren. Ich möchte sie gern, also darf ich sie ersetzen? Und hat der Bauer gesagt, ja, wenn die anderen Gänse nichts dagegen haben, bitte. Das war ein anstrengendes Wochenende, würde ich sagen. Dann habe ich mit Hand genommen, oder? Das war's. Jawohl, Bauer!